bin der Flughund. Oh, hallo Kinder, ihr seid ja auch da. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schaut mal, ich spiele gerade mit der Paw Patrol Zentrale. Ich liebe ja die Paw Patrol. Ihr auch? Habe ich mir schon fast gedacht. Und ich habe hier alle Pfotenfreunde. Ryder hat nämlich gerade zum Einsatz gerufen. Paw Patrol zur Zentrale! Ryder braucht uns! Hä? Was haben wir denn da? Das ist doch nicht ein Brief von der Paw Patrol. Passt auf, ich lese ihn euch vor. Liebe Peppina, wir sind's, Chase, Sky und Marshall von der Paw Patrol. Wir haben gehört, dass du ein großer Fan von uns bist. Auf jeden Fall. Deshalb haben wir eine Überraschung für dich. Du kannst uns heute im Holiday Park treffen. Dann können wir gemeinsam ein Foto machen. Wir freuen uns auf dich. Kinder, ich darf die Paw Patrol treffen. Ich glaub's ja gar nicht, aber wie kommen wir denn jetzt in den Holiday Park? Habt ihr vielleicht eine Idee? Genau, wir probieren's. Wir benutzen die Peppina-Zauberkraft. Na dann los geht's. Alle aufstehen. Die Hände in die Luft. Und es geht los. Tee-Duff. Tee-Duff. Super, genau so. Und weitermachen. Tee-Duff. 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 Wow. Wir haben es geschafft. Wir sind im Holiday Park. Vielen lieben Dank, Kinder. Zusammen schaffen wir einfach alles. Und wart ihr vielleicht schon mal im Holiday Park? Hier hat es nämlich ganz, ganz tolle Achterbahnen, Karussells und ich habe jetzt erstmal richtig Lust, eine Runde zu fahren. Kommt mit! Die Fahrt mit dem Karussell war so toll, das hat so viel Spaß gemacht. Aber wir sind ja eigentlich hier, um die Paw Patrol zu treffen. Aber wo sind die denn? Vielleicht können wir irgendjemand fragen. Habt ihr eine Idee, wen wir fragen können? Die Ameise? Na kommt, wir fragen sie. Hallo Ameise, hast du vielleicht die Paw Patrol gesehen? Die Ameise sagt, leider nicht. Dann müssen wir wohl jemand anderen finden, den wir fragen können. Kinder, schaut mal, was ich entdeckt habe. Seht ihr den großen Dino? Wisst ihr auch, was es für einer ist? Ein T-Rex, genau, der König der Dinos. Oh, ich habe richtig Angst. Aber ich habe sogar noch andere richtig coole Dinos entdeckt. Ein Triceratops. Und ein Meeresreptil, den Plesiosaurus. Hilfe, vor den zwei Raptoren habe ich richtig Angst. Dafür freue ich mich umso mehr über den Brachiosaurus, der ist zwar viel größer als ich, frisst aber Gott sei Dank nur Pflanzen. Und dann habe ich sogar noch einen Ankylosaurus entdeckt. Oh, schaut mal, da ist ein echter T-Rex. Wir fragen den mal, ob er die Paw Patrol gesehen hat. Hallo T-Rex, hast du die Paw Patrol gesehen? Ich glaube eher nicht. Also, die Ameise konnte uns nicht weiterhelfen. Der Dino leider auch nicht.
Vielleicht haben ja die Kürbisse eine Idee, wo ich die Paw Patrol finden kann. Liebe Kürbisse, wisst ihr, wo die Paw Patrol ist? Na klar, Tatina, direkt hinter dir im Shop. Super, na dann los! Der Shop ist direkt ums Eck, also müssen wir nicht lange laufen. Aha, wir haben den Holiday Park Shop gefunden und jetzt gehen wir mal zusammen rein und schauen, ob wir da die Paw Patrol sehen. Ich habe schon ganz tolle Paw Patrol Sachen entdeckt. Eine Wasserspritze. Aber wir haben leider kein Wasser hier. Und Zahnpasta. Es ist aber ganz wichtig, dass ihr euch morgens und abends die Zähne putzt. 3 Minuten lang. Macht ihr das auch alle immer fleißig? Ja, super. Boah, hier hat es auch tolle Paw Patrol Trinkflaschen. Wir müssen nämlich auch alle immer ganz viel Wasser trinken. Das ist super wichtig. Und ich habe noch tolle Vesperdosen entdeckt, zum Beispiel für den Kindergarten oder für die Schule. Und hier hat super viele tolle Spielsachen von Paw Patrol. Aber die Paw Patrol selber habe ich hier nirgendwo gesehen. Oder seht ihr vielleicht hier irgendwo einen Hinweis? Links? Nicht links, rechts? Recht, schaut mal. Chase hat uns eine Karte hinterlassen und da steht was drauf. Passt auf. Liebe Pepina, du hast es in den Holiday Park geschafft. Hurra! Wir freuen uns schon sehr, dich heute zu treffen. Oh, ich bin auch schon so aufgeregt. Vorher hat Sky aber noch eine Überraschung für dich. Ich gebe dir einen kleinen Hinweis, wo du sie finden kannst. Sky ist der Flughund. Aha! Ich habe mir jetzt erstmal einen Parkplan geholt. Wir haben ja gerade von Chase erfahren, dass wir Sky suchen müssen. Sky ist der Flughund. Und jetzt überlegen wir mal, mit was fliegt man denn in der Luft? Genau, mit einem Flugzeug. Das heißt, wir suchen nach einem Fahrgeschäft mit Flugzeugen. Wir schauen jetzt mal, wo wir sind und wo die Flugzeuge sind. Wir sind nämlich hier am Anfang und die Flugzeuge sind ganz da hinten. Wir müssen durch den ganzen Park laufen. Los, kommt! Ich glaube, wir kommen Sky immer näher. Hier fliegen ja alle wie wild durch die Gegend. Da bekomme ich ja auch richtig Lust aufs Fliegen. Mit den Ballons zu fliegen war ja schon richtig wild, aber damit kann ich nicht fahren. Da wird mir ja schon vom Hinschauen schlecht. Jetzt sind wir ja schon eine ganze Weile im Land der Lüfte. Ich habe Sky aber immer noch nicht entdeckt.
Habt ihr sie vielleicht irgendwo gesehen? Habt ihr einen Tipp für mich? Hinter mir? Meint ihr da oben? Ja, ihr habt recht. Da ist die Sky. Und ich habe einen Brief entdeckt. Juhu, liebe Peppina, du hast meinen Hinweis gefunden. Eigentlich habt ihr den Hinweis ja gefunden. Vielen Dank. Herzlich willkommen im Land der Lüfte. Hier kannst du wie ich mit einem Flugzeug abheben und die Welt von ganz oben sehen. Viel Spaß. Na, dann würde ich sagen, heben wir ab. Komm mit. Jetzt heben wir ab wie Sky der Flughund. Eine Runde abgehoben. Jetzt müsst ihr nachlegen. Steht alle auf und dann geht's los. Also ich habe schon gemerkt, ihr seid richtig gute Piloten. Das sah so toll aus, wie ihr das gemacht habt. Jetzt haben wir Sky gefunden. Und ich habe gesehen, sie hat uns hier noch einen nächsten Hinweis hinterlassen. Auch Marshall hat eine kleine Überraschung für dich. Ich sage nur Wassermarsch. Oh Kinder, schaut mal. Ich habe jetzt hier wieder unsere Karte. Wir haben ja hier die Sky gefunden bei unseren Flugzeugen. Und jetzt hieß es ja Wassermarsch. Wassermarsch. Aha, wahrscheinlich finden wir Marshall beim Wasser. Und wo finden wir hier auf der Karte Wasser? Aha, wahrscheinlich hier. Kommt, wir schauen, ob wir Marshall finden. Kinder, auf dem Weg zum Wasser habe ich noch einen Spielplatz entdeckt. Lasst uns eine Runde rutschen. Mein Popo ist voller Sand. Kinder, ich habe Wasser entdeckt. Schauen wir, ob Marshall auch da ist. Da ist das Wasser. Aber wo ist Marshall? Ich kann ihn nirgendwo sehen. Marshall! Marshall! Was sagt ihr? Ihr habt Marshall gesehen? Neben mir? Ich sehe ihn nicht. Was sagt ihr? Auf der anderen Seite? Da ist er ja! Marshall!
Wow, ihr habt ihn gefunden. Super gemacht. Und er hat uns auch einen Brief hinterlassen. Super gemacht, Peppina. Na, eigentlich habt ihr es ja super gemacht. Du hast meinen Hinweis gefunden. Ich bin Marshall, der Feuerwehrhund. Und lösche jedes Feuer. Das kannst du heute auch lernen. Gib dein Bestes und kurbel so schnell du kannst. Na, das machen wir doch, oder? Also, auf zum Wasser! Da unten sind unsere Boote! Kommt mit ins Boot! Hier ist unsere Wasserspritze und wir müssen jetzt versuchen zu spritzen wie Marshall. Oh. Oh. Kinder, das geht so schwer. Ich schaffe das niemals alleine. Ich brauche eure Hilfe. Zusammen mit der Peppina Zauberkraft schaffen wir das. Also, alle Hände in die Luft und es geht los. Tief, duff, genau, super, ganz laut. Tief, duff. Wow, Wassermarsch, wir haben es geschafft. Zusammen schaffen wir alles. Super, wir haben das so toll gemacht. Wir haben gekurbelt wie richtige Feuerwehrhunde. Und hier habe ich noch den Brief von Marshall. Da ist nämlich noch ein nächster Hinweis drauf. Marshall schreibt, wir freuen uns, dich gleich an den Wasserfontänen zu treffen. Folge einfach den Hundepfoten. Ich glaube, ich habe schon welche entdeckt. Die Wasserfontänen, die wir als Hinweis bekommen haben von Marshall. Und ich glaube, ich höre sie. Kinder, da hinten ist die Paw Patrol. Wir haben die Paw Patrol gefunden. Marshall. Stehen, Leute. Hände hoch. Du hast ja gar keine Hände. Aber wisst ihr was, Kinder? Sind wir Freunde? Nee. Aber let's hear, sind Freunde. Ja. Wow, Kinder, wir haben die Paw Patrol tatsächlich gefunden. Ich bin immer noch so aufgeregt. Und wisst ihr, was mir Chase ins Ohr geflüstert hat? Die werden gleich noch tanzen und singen. Da sind wir natürlich mit dabei, oder? Ja! Ein toller Tag im Holiday Park geht zu Ende und wir haben sogar die Paw Patrol getroffen. Ich bin immer noch ganz durcheinander, deswegen fällt mir auch gerade gar nicht ein, was machen wir denn immer am Ende von unseren Videos? Könnt ihr mir helfen? Ach so, stimmt, ihr habt recht. Wir tanzen und singen
zu unserem Peppina-Song. Also los geht's, alle aufstehen. Wir watscheln alle wie ein Pinguin. Der Rüssel von einem Elefant ist schön. Der Panda hat eine coole Brille im Gesicht. Der Igel ist ganz klein und rund und stachelig. Das Nashorn stampft ganz kräftig hin und her. Und der Affe schwingt kreuz und quer. Und alle diese Tiere tanzen heute mit zu Peppinas neuestem Hit. Dabei. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant die Hände in die Luft, die Luft, die Luft, die Luft. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant und freuen uns aufs nächste Mal mit Peppina. Peppina! Liebe Kinder, schön, dass ihr heute mit mir im Holiday Park wart. Wenn's mal schwer wird, denkt immer dran, benutzt die Peppina Zauberkraft. Tito, 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 genau, mach's gut, tschüss.